viermal gewonnen, nämlich in den Jahren 2002, 2003, 2008 und 2010. Dann Eugen Hasler, ebenfalls er auch viermal von da oben als Sieger vom Platz, nämlich in den Jahren 1990, 1991, 1995 und 1999. Dann der Arnold Hildbrunner, er hat in den Jahren 1975 und 1976 dürfen gewinnen. Das war speziell gewesen. 1975 war der Riggischwinger noch in der Kulm oben gewesen. Dort hat er gewonnen und dann haben wir abgezügelt hier in Staffelappen und auch 1976 hat er gewinnen können. Dann ein weiterer Sieger, Daniel Häusler aus Menznau, gewonnen in den Jahren 1998 und 2000. Dann der Kopp Hans aus Wolfenschiessen, er hat in den Jahren 1977 und 1978 dürfen den Sieg heimnehmen. Ein weiterer Riegisieger aus Ibach, der Kündig Edi, er hat 2005 dürfen gewinnen. Dann im Jahr 1992 ist der Sieg nach Gersau entführt worden. Dort durfte der Küttel Vinzenz gewinnen. Sieger im Jahr 1999, Odermatt Daniel. Dann in den Jahren 1979 und 1986 hat der Ernst Schläpfer dürfen gewinnen. Wie wir wissen, ist er ja noch als Schwingerkönig gewesen, oder als Schwingerkönig schon auf die Riege gekommen. Ernst Schläpfer. Dann der Toni Steiner aus Innenbohl hat 1974 dürfen gewinnen. Zweimaliger Riegisieger, nämlich in den Jahren 2000 und 2004, Heinz Sutter. Ebenfalls zweimaliger Riegisieger 1993 und 2000, Bodenspezialist Peter Sutter. Dann der Josef Sutter aus Steinach hat im 1971 dürfen da als Sieger vom Platz. Dann in den Jahren 2012 und 2015 hat ein Gersauer, der immer gesagt hat, das ist eigentlich mein Lieblingsfest, dürfen gewinnen. Es ist das der Andreas Ulrich. Dann im Jahr 2000 hat ein Mann aus Brunnen dürfen gewinnen, der heute für das Radio Zentral im Einsatz steht, der Daniel von Neu. Dann 2018 haben wir einen Aktiven, der bereits dort gewonnen hat, 2018 aus Sörenberg, der Vicky Joel. Dann im Jahr 1980 ist der Sieg nach Schattdorf gegangen, in Kanton Uri. Dort hat gewonnen der Josef Wirsch. Dann ein weiterer dreimaliger Sieger in den Jahren 1994,
1968 und 1970 aus Inwil der Zurfuhr Agi. Dann ebenfalls jemand, der heute im Einsatz steht fürs Fernsehen, der Schwingerkönig, der im 2016 da als Sieger vom Platz ist, der Sempach Matthias. Und dann jemand, der aktiv heute noch dabei ist, wo im 2017 da den Sieg an seine Fahne geheftet hat, das ist der Schurtenberger Sven. Das wären jetzt also die Rigi-Sieger, die heute hier anwesend sind, die sich auch angemeldet haben. Und an dieser Stelle, glaube ich, wetten wir an all denen, die so grossartiges geleistet haben, hier auf der Rigi oben, nochmal einen riesengroßen tosenden Applaus spenden. Und ich glaube, für Sie, wenn ich nur mal sage, Kröne, ist das wunderschön. Sie werden das erste Schnaps dafür mitnehmen. Ich halte noch mal herzliche Gratulation. Danke. Herzlichen Dank.